Ja, hallo Freunde, willkommen zu einer neuen Folge vom Kühnes Kochkanal. Herbstzeit ist auch gleich Pilzzeit und wie ihr sehen könnt, Anne war wieder recht fleißig, hat ein paar krause Glucken mitgebracht. Ja, letztes Jahr hatten wir schon ein Rezept mit der krausen Glucke oder fette Henne oder dicke Bertha, wie sie auch immer heißt, gemacht. Das verlinke ich euch oben rechts. Ja, dann fangen wir mal heute mit dem ersten Rezept an. Wir haben nämlich heute zwei gemacht mit der krausen Glucke. Wir fangen mit der gefüllten Paprika an. Viel Spaß! Für unsere gefüllten Paprika benötigen wir vor allem die fette Henne, krause Glucke, wie auch immer, geputzt, gesäubert und schon mal klein gemacht. Olivenöl, drei Paprika, Tomatenmark, etwas Schnittlauch, ich habe hier Schnittknoblauch genommen, eine Knoblauchzehe, eine Zwiebel, geriebener Mozzarella, Kochsahne und gewürzt wird mit Pfeffer und Salz. Ich habe dann mal das Gemüse vorbereitet. Unsere zwei Paprikaschoten habe ich halbiert, das Kerngehäuse entfernt, die dritte habe ich klein gewürfelt. Dazu kam auch noch die Zwiebel, die ist auch gewürfelt und auch die eine Knoblauchzehe. Nun werde ich in einer Pfanne Olivenöl erhitzen und dann geht's gleich weiter. In einer Pfanne habe ich nun drei Esslöffel Olivenöl erhitzt. Dazu kamen nun unsere Zwiebel und der Knoblauch. Das Ganze darf nun etwas schmoren und glasig werden und dann geht's gleich weiter. Zu unserer Zwiebel-Knoblauch-Mischung gebe ich nun noch die rote, kleingewürfelte Paprika. Die kann noch etwas mit anschwitzen und dann kommt die krause Glucke dazu. Nun gebe ich die krause Glucke bei. Und auch die darf etwas schmoren. Ein großzügiger Schuss Tomatenmark kommt nun dazu. Ja, es kocht und kocht und kocht. Mit Pfeffer und Salz wird das Ganze abgeschmeckt. So. Ja, das Salz will nicht. Da muss ich nochmal anderes Salz holen. Wie gesagt, ungefähr ein halber Teelöffel Salz kommt noch dazu und dann wird das untergerührt. Ein halber Teelöffel Salz kam nur noch dazu. Jetzt lösche ich das Ganze mit Kochsahne ab. Nach ungefähr die halbe Flasche habe ich jetzt reingegeben. Und das darf jetzt noch leicht einköcheln. Mit dem Salz dürfte etwas großzügiger sein. Ich habe nun noch mal einen halben Teelöffel, also einen ganzen Teelöffel habe ich nur reingetan. Die Kochsahne habe ich nun auch reingeschüttet. Ist halt eine ganze Flasche geworden. Zum Schluss wird noch der klein geschnittene Knoblauch unter die Masse gehoben und dann können wir die Paprika füllen. Ich habe da schon mal was vorbereitet. Die zwei Hälften habe ich schon gefüllt mit der Masse. Hier werde ich es noch tun. Und dann geht es in den Backofen. Der Backofen ist vorgeheizt auf 180 Grad. Natürlich Umluft, wie immer bei mir. Käse kommt noch drauf, das zeige ich euch aber gleich. Ja, und dann sehen wir uns wieder. So sehen nun unsere vorbereiteten Paprika aus. Der Käse ist drüber gestreut. Was ich noch nicht erwähnt habe, ich habe unten in die Auflaufform etwas Öl gegeben, Olivenöl. Jetzt geht das Ganze bei 180 Grad in den Backofen für 25-30 Minuten ungefähr. So, dass der Käse dann schön aussieht. So sehen nun unsere fertigen gefüllten Paprika aus. Ein Grünsalat dazu, irgendwas anderes und dann kann gegessen werden.
Ja, Freunde, leider kann ich kein Fazit hier bringen, weil Paprika ist nicht so meins, jedenfalls nicht in dieser Form. Ich esse sie wirklich, wenn sie total klein gehackt ist, besser noch zerkocht. Wer ein Fazit abgeben kann, ist die Stimme aus dem Hintergrund. Genau, die Stimme aus dem Hintergrund. Mir hat die gefüllte Paprika sehr gut geschmeckt. Es ist eine Alternative zur klassischen gefüllten Paprika mit Mett und Reis. Ich werde es auf jeden Fall wieder machen, das Rezept. Ich habe ja Gott sei Dank noch eine Schwiegermama, die auch mit isst. Auf jeden Fall, wir haben Krause Glucke in der Truhe und das wird es noch öfter geben. Ja, wie ihr gehört habt, meine Frau war richtig begeistert davon. Wir kommen jetzt zum zweiten Rezept und ich glaube, das ist eher was für mich. Wir machen frittierte Krause Glucke. Viel Spaß! Ja, ihr Lieben, mich hat es heute nochmal in den Wald gezogen. Ich war am letzten Wochenende schon sehr erfolgreich mit Krauser Glucke. Heute habe ich sogar ganz viele Maronen gefunden, aber dennoch auch wieder Krause Glucke. Und damit werden wir nochmal ein Rezept machen, und zwar Krause Glucke im Bierteig. Und wie das geht, das zeigen wir euch gleich. Wir brauchen Speisestärke 100 Gramm, 100 Gramm Mehl, 125 Milliliter Bier, ein Päckchen Backpulver, ein Ei, ungefähr einen halben Teelöffel Salz und Frittieröl brauchen wir, weil wir das Ganze ja frittieren werden. Ich bereite jetzt den Bierteig vor. Dazu nehmen wir ein Ei, das gute Bier. Mal, ich glaube, das werde ich einmal umrühren schon mal. So, dann folgt das Mehl, 100 Gramm. Die Speisestärke, auch 100 Gramm. Und ein Päckchen Backpulver. Hinein. Und das werde ich jetzt so gut verrühren nach Möglichkeit, dass es klümpchenfrei ist. Und da fängt es schon an. Ich glaube, wir brauchen noch ein bisschen Bier. Zapfe ich gleich. Okay. Wie gesagt, rühren, rühren, rühren. Vielleicht auch mit dem Mixer, dass keine Klümpchen mehr drin sind. Ich gehe jetzt erstmal zapfen. Genau. So, ich habe jetzt gerührt, gerührt, gerührt. Wir haben kein Bier mehr reingetan. Ich denke, schaut mal, wenn wir nachher unsere Krause Glucke darin tunken, damit der Teig auch schön hält. Wir lassen das jetzt eine halbe Stunde ruhen, dass das ein bisschen quellen kann und dann sehen wir uns wieder. So, und nun geht es daran, unsere Krause, ja, und die geht kaputt. Auf jeden Fall in die Biertunke zu tun. Wow. Das müssen wir noch mal üben. Das wird doch zu fest, ne? Ich lege die erstmal hier hin und dann können wir sie ausbacken. Das wird eine Schmadderei werden, das sage ich euch. Das war von vornherein klar. So klar war mir das nicht. Ich dachte, das geht einfacher. Dass es nicht so schnell kaputt geht. Vorsichtiger behandeln. Ja, das probieren wir halt nochmal. Das Fett ist heiß dann und dann können wir weitermachen. Ja, und dann melden wir uns auch wieder. Wir haben ja noch ein bisschen was vor uns. Genau. Nun haben wir den Profi rangelassen mit einer größeren Zange. Da funktioniert das besser. Oh, sind doch auch ganz gute Kaventsmänner hier noch. Ich habe die extra so schön groß gelassen, dass man. Auf jeden Fall funktioniert. Auch er schmattert rum. Also, Ja. alles gut. Dann sehen wir uns gleich beim Frittieren. So, jetzt fangen wir an zu frittieren. Ich muss erstmal ein schönes Stück finden. So, etwas Größeres.
Ja, das Ganze müssen wir in zwei Schritten machen. Die Pfanne ist voll. Ich habe hier noch ein bisschen. Ja, und dann sehen wir uns beim Servieren wieder. Ja, unsere große Glucke ist jetzt ausgebacken. Wir werden jetzt servieren. Es gibt Baguette dazu und noch ein Süßchen. Ich persönlich nehme eine Sriracha-Soße. Ich weiß nicht, was Anne nimmt. Ja, irgendwas Süß-Saures. Mal gucken. Irgendwas findet sich immer hier. Genau. Wir sehen uns beim Tellerbild wieder und danach beim Fazit. Ja, Freunde, das war genau meins. Die frittierte Krause Glucke. Total lecker mit der Sriracha-Soße. Ja, wir haben das ja aufgezeichnet. Könnt ihr wirklich am nächsten Tag auch noch kalt essen. Die sind so knusprig, die Dinger. Probiert's einfach aus. Und wenn ihr die Krause Glucke mal im Wald findet, lasst sie nicht liegen. Total lecker, nussig im Geschmack. Ja, das war's heute zum Thema Krause Glucke. Ja, wem es gefallen hat, lasst bitte einen Daumen hoch da, netten Kommentar. Abonnieren könnt ihr immer unten rechts. Anne und ich würden uns freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid bei einer neuen Folge vom Kühnes Kochkanal. Bis dahin, schönen Sonntag und tschüss.